Das ist der Videoblog zu Jagd und Hund. Hallo, ich bin Linus Volkmann und neben mir sitzt mein Partner Peter Flore. Und Peter ist ja bekannt für die Intro-Webseite. Und es ist ja oft so, dass man auf diese Seite geht und dann sieht man immer diese vielen Tiere und wundert sich, dass trotzdem noch so viel über Musik berichtet wird. Wie kamst du denn eigentlich auf diese Idee, ganz viel mit Tieren auf intro.de zu bebildern? Ja, zunächst mal war es natürlich aus der Not geboren, nachdem die Klickzahlen immer mehr in den Keller gingen, haben wir natürlich dann nur noch Tiere genommen als Aufhänger, die Radiohead News so ein bisschen drumherum gestrickt. Es gab ja meistens auch nichts Neues zu melden, aber wir hatten oft schöne Meerschweinchenfotos oder irgendwie Eichhörnchen da. Und man hat auch gleich gemerkt, den Leuten hat es gefallen, das Forum ist explodiert, wie man es im Moment jetzt wieder bei uns sieht. Ist wirklich toll gelaufen und Tiere haben ja auch eine riesen Tradition im Intro, ne? Also es gibt ja fast jedes Platzhalterbild im Intro ist ja bebildert mit Meerschweinchen oder irgendwelchen ähnlich possierlichen Tierchen. Das stimmt. Wir hatten auch im Heft immer bei den Kolumnen tatsächlich Tiere aus dem Netz genommen, hatten dann aber Angst, wir werden verklagt. Ich nehme an, du hast jetzt richtige offizielle Bilder. Und es ist ja auch in der Community, habe ich das Gefühl, ich glaube, daher kam es auch ein bisschen. Es gibt ja so User wie Retox, die immer diese Katzenbilder hatten und dann Felix, der andere Redakteur, redet ja immer nur von Katzen. Und dadurch hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt. Also es ist auch, ich finde auch mittlerweile, wir bräuchten eigentlich ein Haustierforum oder sowas, weil die ganzen Leute ja immer ihre Tierbilder, also Retox ist natürlich das beste Beispiel, ich glaube, der hat ja jeden Tag, der hat so eine Art Katzenkalender, also jeden Tag ein neues Bild mit Katzen und man ist erstmal morgens, wenn man zur Arbeit kommt, schaut man erstmal in die User-Galerie, was hat Retox für neue Bilder und guckt sich das dann erstmal an und dann verweist Felix nochmal auf ratemykitten.com oder sowas, wo er dann die neuesten Katzenvideos bringt. Aber auf Katzen kommst du nicht so klar, oder? Er sagt nichts. Er kann nur Pfötchen geben. Gib mal Pfötchen, Murphy. Murphy? Es ist alles ein bisschen... Oh, da hinten ist gerade ein anderer Hund. Das ist gerade ein bisschen irritierend für alle Beteiligten hier. Ja, du hast das ja jetzt schon interagiert. Viele, die nicht in der Stadt wohnen, kennen das. Das ist ein Tier. Ich nehme an, das ist eine Art Hund. Er ist weiß und erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Eine Art Hund ist richtig, insofern eine Art Hund, als dass er eigentlich die klassischen Eigenschaften eines typischen Gary Larson Hundes zum Beispiel hat. Guckt beim Autofahren immer aus dem Fenster, lässt die Zunge wehen, er bellt auch den Postboten an. Also insofern ist alles, hat er alles richtig gemacht. Gib mal Pfötchen. Ja, offensichtlich ist er hier sehr heiß. Mann, wir hatten das doch alles geübt. Er macht nichts. Wir haben aber auf intro.de jetzt auch mal zum Thema noch die schönsten Tiervideos rausgesucht. Da gab es ja doch so einiges auch in der Popgeschichte. Also ich erinnere nur mal an Tokotronic, die hatten das ja auch auf dem Cover dann gleich mit Enten und Rehen, glaube ich, war das ja bei Sie wollen uns erzählen, genau. Und bei We Are Scientists, die hatten ja auch damals diese schönen Katzen als Verkaufsargument auf dem Cover und haben jetzt auch nochmal ein Video mit Hunden gedreht. Was fällt dir noch so ein? Ja, es gibt natürlich noch das Visa-Video, was der Band dann nochmal diesen zweiten Video-Erfolg gegeben hatte mit den auch schon so ein bisschen wilden Tieren. Das war, glaube ich, mehr in der Wüste. Ich habe hier noch was mitgebracht, das ist ein altes Intro, um auch noch mal zu zeigen, wie fest es eigentlich verwurzelt ist, das Thema Tiere und Pop. Hier, auch für den Hund interessant. Und du hast gesagt, der heißt Murphy's Law, wie ungefähr die Hardcore-Band? Ja genau, Murphy. Ja, da im Schatten bei Linus ist es auch viel schöner. Ach, guck mal, wie schön. Es gibt doch mindestens einen Grimme-Preis jetzt. Ach, guck mal. Jetzt Manamana.
so trotz der ganzen Hunde doch nochmal auch ein bisschen Musik hier im Blog. Ich bin auch ganz benommen von dem Hund. Unglaublich, hast du gesehen, wie er auf meinem Rücken war. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ja. Sollst du aber, wir haben noch eine, nee, Compilation ist es nicht, es ist schon eine eigenständige LP. Es ist Hell Songs, heißt Band wie Projekt. Ich weiß gar nicht genau, ist glaube ich gar keine feste Band, oder? Doch, so ein Typ mit so ein paar Musikern drumherum und die machen nichts anderes als das. Ah ja, und die machen vor allen Dingen nichts anderes als Metal-Songs in so leicht akustischen Versionen nachzuspielen. Sehr, sehr Singer-Songwriter-mäßig, sehr soft, lo-fi und so weiter. Ganz toll gefällt uns da von Run to the Hills von Metallica, hätte ich fast gesagt, Iron Maiden. The Trooper ist überhaupt sehr Maiden-lastig, sehe ich gerade. The Trooper ist auch noch drauf. We're Not Gonna Take It von Twisted Sister hatten wir neulich schon mal in der echten Version. Hier gibt es in der Schnuckel-Variante das ganze. Hymns in the Key of 666 heißt die Platte. Ich halte nochmal in die Kamera. Ganz toll. Steht auch was im nächsten Heft zu, oder? Auf jeden Fall. Und sie nennen das selbst Lounge Metal. Lounge Metal, sehr gut. Wir spielen mal was davon. White man came across the sea. He brought us pain and misery. They killed our tribes, they killed our creed. They took our game for so many.